Burger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch dieser irrlichternde Beitrag gerade kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass von dieser Bundestagsdebatte die klare Botschaft an unsere Freundinnen in Finnland und in Schweden ausgeht, dass sie sowas von herzlich willkommen sind in unserem Verteidigungsbündnis. Und dass das ein starkes Zeichen der Entschiedenheit, der Geschlossenheit und der Solidarität hier im Bundestag, aber auch des Bündnisses ist. Und ja, es ist ein großer Gewinn für die euroatlantische Sicherheit, dass aus engen, altbewährten EU-Partnern nun neue, noch engere NATO-Verbündete werden. Und das nicht allein, weil es militärisch sehr fähige Staaten sind, die einen wertvollen und hochwertigen Beitrag zum Schutz unseres gemeinsamen Bündnisgebietes leisten werden, sondern, und da sollte die Linke vielleicht zuhören, Finnland und Schweden sind zwei Staaten, die eine starke Stimme in der Welt sind für handlungsfähige Diplomatie, für Rüstungskontrolle, für zivile Konfliktbearbeitung, für eine feministische Außenpolitik. Und wenn ich in das neue strategische Konzept der NATO schaue, dann finde ich gut, dass die NATO sich hier auch weiterentwickeln will. Und auch die NATO wird von den Beiträgen Finnlands und Schwedens mehr als profitieren. Und jetzt komme ich zu Ihrer anderen Kritik. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat, ich glaube, für alle schwer erträglich, dass Präsident Erdogan das Einstimmigkeitsprinzip in der NATO wirklich brutal für seine eigenen Interessen ausnutzen wollte. Ich kann aber allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur raten, den sehr klug formulierten Text zwischen Finnland, Schweden und der Türkei wirklich einmal anzuschauen. Und ich kann nicht verstehen. Ich verstehe ja, dass Sie immer aus Prinzip kritisch mit uns sein wollen. Aber Sie sind doch normalerweise immer noch kritischer mit Präsident Erdogan. Warum Sie jetzt sein Geschäft betreiben und sich seine Interpretation, die er in seinem Wahlkampf braucht, dieses Textes zu eigen machen, das versteht wirklich niemand. Und vor allem, glauben Sie denn, dass es für Präsident Erdogan leichter wird oder schwerer wird in der NATO, wenn Finnland und Schweden die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit und auch den kritischen Kurs gegenüber der Türkei unterstützen werden? Also vielleicht sollten Sie das mal noch mal sich anschauen. Meine Damen und Herren, auch hier im Hohen Hause, auch in vielen Debatten in den letzten Jahren, haben wir immer wieder dieses Narrativ gehört von dem armen Herr Putin, der umzingelt wurde von der NATO-Osterweiterung, der in seiner Sicherheit bedroht ist. Schauen wir uns noch einmal an, was seit dem 24. Februar passiert ist. Dieser Krieg hat dazu geführt, dass es harte Wirtschaftssanktionen gibt, die die russische Wirtschaft empfindlich treffen, dass Russland außenpolitisch stark isoliert ist durch viele Staaten, dass wir an der NATO-Ostflanke deutlich mehr Truppen stationieren werden und dass jetzt zwei neue Staaten der NATO beitreten und eine neue über 1000 Kilometer lange Grenze wirklich direkt bei Russland entsteht. Und das zeigt auch, wie wenig er bereit ist zu verhandeln, dass er zahlreiche tausende russische Soldaten verheizt und dass er eben seine Sicherheitsinteressen, die Sicherheitsinteressen seines Landes, die ihm angeblich so wichtig waren, für seine imperialistische, menschenverachtende Ideologie opfert. Und erst recht müssen wir uns deshalb jeden Tag fragen, was wir noch mehr tun können, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Und meine Damen und Herren, ja, man kann feststellen, dieser wichtige Schritt Finnland und Schwedens nach sehr, sehr langer Zeit und auch einer Kultur der Neutralität, der ist sicherlich auch ein Ausdruck von Sorge um die eigene Sicherheit. Er steht eben aber auch dafür, dass wenn Kriegsverbrechen schlimmsten Ausmaßes begangen werden, wenn Tag für Tag Menschenrechte skrupellos verletzt werden, wenn Völkerrecht brutal gebrochen wird, internationale
Kooperation und Friedensordnung attackiert werden, dass unsere Freundinnen in Skandinavien eben nicht neutral bleiben, sondern dass wir gemeinsam mit ihnen im Bündnis in der EU Partei ergreifen für die unschuldigen Menschen in der Ukraine, für Frieden, Sicherheit und Menschenrechte. Und deshalb bin ich sehr dankbar und sehr froh, dass heute auf diesem Weg, in dieser Debatte, ein solches Zeichen der Geschlossenheit, der Entschlossenheit und der klaren Wertevorstellungen ausgeht. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Hahn.